Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind hier wieder in der Stadt Daggerfall. In der letzten Folge hier erreicht, weil wir hier jetzt wieder, wo waren das? Dahin. Wieder ein bisschen aufleveln wollen. Und ja. Einen Moment, ich muss mal eben kurz noch mal was aktualisieren. OBS ist da gerade irgendwie, macht da kleine Probleme. Ich bin sofort wieder da. So. Da musste eben nur kurz was aktualisiert werden. Da hatte OBS gerade irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Paar Sachen nicht anzeigen wollen. Aber naja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier in Daggerfall. Ich versuche jetzt mal zu einer Orden, Ritterorden der. Wie hießen die? Wie hießen die? Knights of the Dragon. Die Ritter der Drachengarde oder so. Ich glaube, das ist die Drachengarde. Dann will ich mal dahin gehen, auf jeden Fall. Und hoffen, dass ich da vielleicht noch ein paar Quests kriege. Jetzt um diese Uhrzeit. Wie spät haben wir es denn im Game? 7:33 Uhr. Okay, das heißt. Quest sollte es gleich geben. Beziehungsweise, ich könnte mal schauen, habe ich noch irgendwas im Inventar zum Verkaufen? Ja, okay, das brauche ich nicht unbedingt zu verkaufen. Aber ich bräuchte schon ein bisschen mehr Geld. Und wir wollen ja hier auch noch aufsteigen. Aber wie das Skillsystem hier läuft, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und aktuell glaube ich, eine richtige Quest haben wir nicht, außer die hier. Diese beiden hier. So, wie weit eigentlich noch? Achso, ist schon da hinten. Ich hoffe, die haben jetzt offen. Denn dann könnte ich jetzt direkt eine Quest machen. Und dann irgendwohin losgehen, um das ein bisschen hier zumindest für mein Level irgendwas zu machen. Wo waren die jetzt nochmal? Sieht ja auch mittlerweile gefühlt anders aus, oder? Hier, da sind sie auch schon. Okay, wann haben die offen? 11 Uhr bis 23. Hallo, gute Dame. Was machst du denn da direkt vor mir? Ah, my friend, how are you this day? Moment, warte. Ich bin hier immer noch undependable. How can I help you, Max? Gar nicht, aber. Die scheint mich doch zu mögen. Was mit dem? Okay. Hello, my friend. Ist hier irgendwas falsch? Mögen die mich jetzt alle? Ah, my friend, how are you this day? Okay. Das ist mir neu, dass die mich mittlerweile ein Freundchen nennen? So, oder? Ne, das ist doch eine normale englischsprachige. Das sagt man so im Englischen, oder nicht? Doch ganz normal. Oder bin ich jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt? Ich bin hier aber undependable, also so ein bisschen verrufen. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut gehabt. Ja, so. Ah, wie sollen wir jetzt bis 11 Uhr hier warten? So, kann ich vielleicht klettern? Wie klettert man? So? Nee? Okay, das ist mir jetzt auch neu. Also zumindest, dass es hier auch funktioniert, aber muss ich vielleicht. Nee? Ah! Okay, doch nicht.
Komm ich hier rein? Nö. Hey, jetzt, okay, jetzt funktioniert es nicht. Ah, komm, da war doch gerade. Da war es doch gerade. So. Das ist schon 11 Uhr? Immer noch nicht. Okay, dann suchen wir uns mal eine Taverne. Ist doch hier direkt eine, oder? Ja, das hier ist doch die Taverne. Dann schlafen wir hier ein bisschen aus. So. Ach ne, wir können ja Leute to a while machen, ne? Leute for a while, oder wie das hieß da. Wenn wir jetzt hier so... Ich mach trotzdem erstmal ein Save Game. Und dann Leute for a while. Und dann sagen wir hier 3 Stunden. So. Dann müssten wir jetzt einfach reingehen können, ne? So. Hier, da ist unser Questgeber. For meritorious service and unswearing loyalty of the ideals of the Knights of the Dragon, you have been awarded the title of Squire within the Order. As a symbol of your fellow Knights' estimation, we have elected to present you with a new piece of armor. Congratulations, Squire Max Deals the Second. Nice. Okay, dann schauen wir mal. Hier im Schrank ist ja der Schmied. So, receive armor. I have a fine piece of armor for you. So, okay. Steel Kürass. Helm. Der gibt plus 9. Achso, warte, der... Ich brauche Info. Der gibt plus 7. Der gibt plus 9. Der gibt auch plus 9. Der gibt plus 9. Der gibt plus 9. Der gibt plus 9. Der auch. So, warte mal. Dann würde ich sagen, wir nehmen den hier. Dann können wir den anderen verkaufen, warte. So, wo haben wir es? So, dann können wir den hier verkaufen. Kann ich ihm das verkaufen? Hoppala, falsche Tür. Kann ich bei dem hier auch schon irgendwas kriegen? Receive House? You have not earned a house, Max. Okay, dann nicht. Schade. Ich hätte mich gefreut, hätte ich jetzt ein Haus bekommen. Aber okay, dann fragen wir ihn mal nach einer Quest. Let me see what task we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. The Crazed Mercenary. Machen wir das mal. Welcome, Max Deus the Second. My name is Anden Yumsdi. The Order has just been fault of a crazed orc mercenary that needs to be stopped. Are you willing to take up this quest? Yes. Very well. In a dark pit not far away, a cursed place called the Sahelda Cavern, an orc warlord named Balov has been conspiring with a group of renegade mages. Oh, das gefällt mir gar nicht. Even worse than the necromancers, to destroy Daggerfall. Perhaps he feels that he was wronged by the king. Perhaps it is merely the unreasoning hate that orcs often exhibit towards humans. The important thing is that he must be stopped before his blind fury and the magic of the mages have truly disastrous results. Stop him, Max. Any way you can. Any way you can. If you have not returned with the situation remedied in 20 days, if it isn't too late, we knights will do the job ourselves. Pray, do not let it come to that. Okay.
glaub, warte mal, schauen wir mal, wo genau jetzt? The Orc lives in a hole called the Saroda Cavern. Schauen wir mal, Saroda Cavern. Saroda Cavern. Ja. Okay, es würde mich aber nichts kosten, dahin zu reisen. So. Wo soll das sein? Achso, da. Entschuldigung. Ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln. Okay, das hier soll das wahrscheinlich sein, ne? Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game, aber diesmal auf die. Ja, komm, auf die 4. Und rein dann mit uns. So. Geht schon gut los hier. Autsch. So. Schade, das war nicht der Krieger. Wir nehmen erstmal alles mit von ihm. So, aber gut, dass er uns schon mal hier zwei Gegner erledigt hat. Autsch. Autsch. Komm, geh kaputt. Ich sehe schon, wir müssten jetzt schon wieder uns hier irgendwo hinhocken. So. Und. Ach toll. Kann ich mich hier hinhocken und hier ausruhen? Nö. Hier müsste es doch gehen, ne? Was kam? Ach nö. Autsch. Okay, den haben wir gut erledigt. Aber. Ach nö. Noch einer? Wo kommt der denn her? Autsch. Scheiße. Okay, toll. Ah, okay. Die sind da wieder ordentlich am Kämpfen. Wir gehen da aber nicht nochmal rein. Mal schauen, wer von denen jetzt als erstes drauf geht. Okay. Ah, geil, so ist besser. Was sind das? Iron Broadsword, okay. Dann würde ich sagen, hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game auf die 2. Weil dann haben wir das zumindest überlebt und dann müssen wir nicht von draußen nochmal laden und versuchen reinzukommen. Okay, wo sind die drauf gegangen? Aber diesmal haben wir auch volles Leben behalten. Autsch. Komm. Ah, den haben wir auch noch erledigt. Okay, was ist denn das? Chain Boots, nur plus 6. Okay, die können wir höchstens nur verkaufen, aber selber aus. Okay. Wir gehen mal den anderen Weg. Weil ich jetzt nicht riskieren will, eventuell unter Wasser von einem Fisch getötet zu werden. So, der Bär soll da drinnen bleiben, bitte. Und da scheint niemand zu sein. Oh, hier ist auch nochmal ein ganzer Weg. Dann gehen wir erstmal hier entlang. Um zu schauen, was wir hier noch finden.
die Spinne wieder. Autsch. Okay. Jetzt, wo wir wissen, dass die doch nicht so gefährlich sind. Ah, diese Ratten hier, diese Skiva. Ne, Skiva heißen die ja nur in Skyrim, ey. So, hier heißen die noch Ratten. Da ist ja noch eine Tür. Hier gibt's Geld. Und hier gibt's auch nochmal Geld und Steel Flail. Jetzt will ich ab. Hat er sich von alleine bewegt? Ah, der bewegt sich von selber automatisch. Hat das damit zu tun? Hat das damit zu tun gehabt, dass ich da drauf ging, oder? Bewegt er sich jetzt nochmal zurück? Ich glaube, das hat damit zu tun. Der bewegt sich jetzt zurück. Ja, das ist ein Knopf. Okay, durch Zufall das entdeckt. Interessant. Wir machen eben ganz kurz ein Safe Game auf die 2. Weil ich wieder Gegner höre, die vielleicht doch zu stark für uns sind. Vor allem, ich darf auch nicht vergessen, meinen Kaffee zu trinken, bevor der kalt wird. Toll, ich war gerade am Trinken. Schon kommt er hier an. Ich wollte meinen Kaffee trinken. Okay. Wie kommt der Bär hier jetzt hin? Autsch. Komm. Komm! So. Ich muss aber auch ehrlich sagen, seit Raft, ich hasse Bären. Die sind sehr, sehr schlimm dort in dem Game. Zumindest diesen einen einzigen. Ein Bär ist der, den ich richtig hasse. Oh. Toll. Ich muss jetzt eben ganz schnell kurz die Flucht ergreifen. Und irgendwo mich verstecken. So. Hier kann man sich doch gut verstecken, ne? Oh, wo kommst du denn her? Alter. So. Kann ich hier resten? Ohne dass ich attackiert werde? Einmal voll machen. Ja. Und dann nochmal Safe Game auf die 2. So, dann schauen wir mal. Okay, aber diese Ork-Krieger, die sind hier sehr, sehr oft. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, könnte der nicht einfach mal gegen den Werwolf hier kämpfen gehen? Kämpf du mal bitte gegen den Ork, ja? Kämpf mal gegen den Ork. Oh, hier geht es um Kreis. Hier ist irgendwo ein Orca gewesen. Ja, bitte kämpf gegen den. Ein Orca, habe ich schon gesagt. Wo ist er jetzt? Komm, hier ist irgendwo ein Orc. Er will deine Bekanntschaft haben, ja? Ui, schon so nah.
Hier, ich hab da Freunde für die mitgebracht. Wieso kämpft ihr nicht gegeneinander? Autsch. So. Oh. Habe jetzt beide auf mich gehetzt. Scheiße. Okay. Aber hier geht's jetzt auch. Hä, das ist. Das geht hier nur im Kreis. Gibt's hier irgendwo eine geheime Tür vielleicht? So. Gegen den habe ich weniger ein Problem zu kämpfen. Okay, dann können wir. Egal, wir lassen das mal hier. Wo geht's denn hier weiter raus? Ja, ich war hier wirklich nur in einem Kreis. So, ganz schnell zumachen, damit er. Nein! Nicht! Oh. Aua! Da kommt gleich ein Werwolf, du darfst gegen den kämpfen, ja? Scheiße! Nein! Ah! Okay, aber wenigstens sind wir hier. Und wenigstens wissen wir, dass wir hier nicht wirklich rauskommen. Ich nehme eben noch einmal ganz kurz den Ork auseinander und dann gehen wir hier wieder raus. Den Ork, den will ich noch kaputt machen. Gegen den Werwolf, da haben wir nicht die Waffen für. Oh, nö. Okay, dann müssen wir eben. Scheißen wir drauf. Jetzt bitte geh ganz schnell zu, ja? Bitte, ganz schnell. Ja, dann bleiben wir hier. So. Wo waren wir noch nicht entlang gelaufen? Tatsächlich hier. So. Säbelzahnkatze haben wir auch noch erledigt. Och nö. Dass hier jetzt auch noch einer ist. Wir brauchen bessere Waffen. Dann gehen wir mal hier entlang. Hier waren wir ja noch gar nicht. Okay, hier auch noch nicht. Ui, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Okay, ich glaube, es gibt nur einen Weg hier weiterzukommen, oder doch nicht? Ja, ich lasse die beiden kämpfen. Hier gibt es auch nicht mehr. Ja, okay. Der Bär ist der Gewinner. Komm. So, Grizzly Bear. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. So. Und dann machen wir das noch einmal. Toll. Bitte nicht der. Ah, okay. Das ist wenigstens einer. Mit dem komme ich noch zurecht. Okay, das war jetzt unerwartet. Aber zum Glück hatten wir vorher gespeichert. Vielleicht müssen wir eher so. Hier. Und dann resten.
Da ist er schon, ne? Zwei. Okay, einen haben wir. Autsch. Nein, kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So, noch einmal. Dann gehen wir mal vielleicht irgendwo anders hin, wo wir unsere Gesundheit nochmal aufladen können. Aber wir haben nur einen Weg, glaube ich. Das heißt, wir müssen jetzt den kompletten Weg hier nochmal von vorne, komplett nach oben. Und dann müssen wir wahrscheinlich doch schwimmen. Und ich habe das Gefühl, gleich kommt der Werwolf wieder. War das hier? Nein. Oh, der. Wo kommst du denn her? Autsch. Okay, den haben wir jetzt erledigt. Wir können nicht mehr tragen. Ich mache hier auch nochmal ein Safe Game. Und dann müssen wir hier vielleicht einmal resten. Und ich hoffe, es kommt jetzt kein Gegner. Toll. Komm, geh kaputt. So. Sein Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo geht's hier jetzt nochmal zum Dingens, wo wir genau hier, glaube ich, war das, ne? Boah, das ist so schwer, hier die Karte zu lesen. Ich glaube, hier nicht. Ich glaube, wir müssen da hinten so nach unten rum. Okay. Hier sind wir doch falsch. Ich glaube, das war schon hier nach unten. So. Ich höre schon in der Entfernung einen Gegner. Dann machen wir hier auch nochmal, aber dann eher auf die 3. Und dann versuchen wir es mal. Ach nö. Ach nö. Und hier muss ich vorbei. Warum schreien die so? Alter. Kämpft ihr mal gegeneinander, ja? Slaughterfish ist gestorben, okay. Oh. An dem muss ich vorbei. Ganz schnell. So, was haben wir hier? Gold und das andere wollen wir nicht. Nein. So, nochmal. Okay, die kämpfen da hinten, aber wir müssen hier lang. Ja, geh kaputt, Schlachterfisch. Dann machen wir hier jetzt auch nochmal auf die 3 ins Safe Game. Und schauen wir, ob wir hier einmal kurz resten können. Wer ist da? Oh. Und wo kommen die beiden her? Ich habe Gegner für dich. So, hier noch ein Bären.
Ach nö. Nein! Okay. So, können wir hier? Ich mache hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game auf DD2. Ah, okay. Wieso können wir hier nicht mehr resten? Kann ich das machen? Nö. Also könnte ich schon. So machen wir 3. Kann ich auch nicht. Sind die dahinter? Ich will ein bisschen hier mal. Hallo. Muss ich mir einen anderen Versteck suchen, ne? Das war der, den wir suchen müssten. Aber solange ich hier nicht das hier machen kann. So. Wo ist denn der? Versuchen wir es noch einmal hier. Okay, funktioniert nicht. Aber das ist der Gegner, den wir zu erledigen haben. Ach nö. Bleib bitte da drin, ja? So, schauen wir mal. Kann ich hier nochmal resten? Wer ist denn in der Nähe? Oh! Wieso ist der immer so stark? Komm, noch ein bisschen! Ah, ich hasse es. Ich hasse es gerade. So, nochmal versuchen. Dann hier jetzt nochmal ein Safe Game. Und dann holen wir uns den Typen. Autsch. Komm, geh kaputt. So. Was ist denn das? Potion Recipe. Brauchen wir nicht. Dann machen wir hier nochmal zu. Vielleicht muss ich hier so, damit ich resten kann. Nee. Kann ich hier? Auch nicht. Muss ich vielleicht wieder runtergehen? Oh. Nee, das ist doch nicht deren Ernst. Das ist jetzt nicht deren Ernst. So, dann gehen wir direkt durch. Falsche Tür. Ach nö. Dann hier nochmal, so. Ah, endlich! Das müssen wir safe gehen. Hier ein Safe Game machen. Hoppla, falsche Taste. Aus Gewohnheit. Suchen wir mal den Schamanen hier. Wo ist denn der? Ich höre hier Türen, die aufgehen. Also muss er hier in der Nähe sein. Hier jedenfalls nicht mehr. Hier auch nicht.
Ich höre ihn doch. Wo ist denn der? Komm. Autsch. So, den haben wir auch noch erledigt. Ich dachte, du hättest gegen den Tiger gekämpft, ja? Komm. So, den haben wir auch noch. Dwarven Longbow, den will ich sogar noch mitnehmen. Komm, den kann ich auch noch mitnehmen. Oder das hier, ne? Okay, mehr kann ich nicht mitnehmen. Hier vielleicht auch nochmal wieder ein Safe Game machen. Und dann suchen wir jetzt mal. Alter, was war das denn jetzt gerade? Okay, gut, dass wir gerade hier noch gespeichert haben. Von wo kommt der jetzt her? Okay. So, nochmal so. Weil bestimmt spawnt da jetzt direkt vor mir wieder einer, hä? Oder hinter mir. Autsch. Okay, das ist der Gegner, den wir zu erledigen haben. Das ist der, der deutlich stärker ist. Der uns 100 Mal hier umbringt. Und wo kommst du her? So, haben wir dich. Muss ich hier vielleicht noch einmal resten? Nö, kann ich nicht. Warte mal, ich hab doch den... ich hab doch hier den Bogen eingesammelt, oder? Da. Hä? Von wo kommt der denn her? Was ist das denn? Okay, Nordhelm wahrscheinlich. Plus 7 Armor. Der hier plus 9. Okay, den lassen wir. Autsch. Ich gehe von aus, dass das der, den wir zu erledigen haben. So, kann ich hier jetzt das machen? Ich glaube nicht. Da ist ein Bär hinter. Kann ich hier so zwischen? So. Und jetzt nochmal. Komm, das müssen wir schaffen, ne? Okay. Da sind wieder Gegner in der Nähe. Ach, nö. Nein. Okay. Das war jetzt sehr interessant. So. Was ist denn das denn? Dwarven Saber? Was lassen wir stattdessen hier? Den. Das sah jetzt interessant aus. So, nochmal so. Komm, das müsste... Ja, nice. Da können wir jetzt nochmal ein Safe Game machen. Und dann hoffentlich können wir den einen da erledigen.
Ah! Geh weg! Komm! Alter! Toll, jetzt stecke ich hier fest. Autsch! Nein! Aber wir haben gerade zum Glück ein Safe Game gemacht, oder? Hatten wir einen? Hatten wir gerade einen? Hier? Der ist aber auch übelst stark. Ja! Haben wir geschafft. Okay. Oh, so sehen wir jetzt aus. Interessant. Dann machen wir aber hier jetzt auch nochmal ein Safe Game. Und dann müssen wir jetzt ganz schnell den Weg wieder zurückfinden. Wo ist denn der überhaupt? So. Ja, das heißt, wir dürfen durch diese Hölle erstmal wieder durchschwimmen. Na super. Oder? Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Ne, wir müssen durch die Hölle schwimmen. Da, wo dieser Skelettkrieger ist. Okay, hier ist auch kein Kämpfer mehr von den Orks. War hier nicht noch ein zweiter Beutel oder sowas? Hier ist ja auch noch ein Weg. Ne, da... Ah, toll. Hier geht's wohl lang? Boah, ich sehe gar nicht, wo wir hingucken. Okay. Nein, nicht der schon wieder. Ah, okay. Wenn wir jetzt hier links abbiegen. Ah. Wir hätten da unten nicht durchschwimmen brauchen. Da war irgendwo eine geheime Tür gewesen. So. Wir haben es geschafft. Wir sind raus. Safe Game auf die 4. Und schnell nach Daggerfall zurück. Oder warte. Ja, muss ich jetzt mal so Enter machen. Was sagt die Quest hier? Okay. Ich muss schon zurück returnen. Ah, nicht so. Dann müssten wir jetzt hier... Ja, nice. Jetzt geht's wieder zurück. Ah, wir sind wieder zu Hause. In der Hauptstadt Daggerfall. Was sagt die Uhr? 15.33 Uhr. Ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht schon zu spät ist, oder? So ein bisschen nach Norden müssen wir. Toll, Kaffee ist schon kalt. Weil gar nicht dazu kam zu trinken. Na, ist manchmal so. Ich wollte schon sagen, wo die ganzen NPCs sind. So. Dann können wir jetzt eben die Quest hier abgeben und dann verkaufen gehen noch. Ich hoffe, die Läden haben alle noch offen. Die Banken haben schon zu, das weiß ich. Da sind wir schon zu spät. Warum auch immer die um diese Uhrzeit zu haben. So. Wo ist denn die Gilde? Da ist die Gilde. So. Können wir das eben jetzt hier abgeben?
Hier, Meister, ich habe die Quest erledigt. Well done, Max. The orcs are moving out of the Sahoda cavern, so your mission must have been successful. You are truly a worthy member of our order. Dankeschön. Ich gehe jetzt mein scheiß Stuff verkaufen. Boah, die Musik ist aber auch so grell in den Ohren. Die tut so weh in den Ohren, finde ich. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal verkaufen. Was ist denn das für ein Laden? Ah, hier, perfekt. Für den habe ich ja einiges. So. Was hat der denn hier überhaupt? Keine Ahnung. Aber Dwarven Saber, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist das vielleicht sogar eines, wo ich... Nein, das war falsch. Taste. Ich drücke immer I für Inventar. Das ist aber F6. So, wir haben hier ein Dwarven Saber. 5 bis 14 Damage. Und hier hatten wir ein Steel Katana. 3 bis 16 Damage. Das ist aber schon auch gebraucht. Der hier ist noch new. Vielleicht ist das sogar ein deutlich besseres Ding. Iron Gauntlet, hier plus 7. Was habe ich hier? Chain Gauntlet, plus 6. Die sagen, wir kaufen das. Ja. Geben wir das Geld aus. Dann sind wir, was das angeht, auch noch schon mal ein bisschen besser gewappnet. Was haben wir hier? Chain Boots und hier Steel Boots. Ah, okay, ich muss erstmal ein bisschen was verkaufen, okay. Guter Herr, ich habe hier ein bisschen was für dich. Das hier zum Beispiel. Ah, den habe ich nicht mehr ausgerüstet. Okay, warte mal. Kann ich das verkaufen? Das, 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 das. So. 3.400 würde das alles zusammen kosten. Komm, verkaufen wir. Beziehungsweise den hier auch. Waren Longbow? Ne, den behalten wir. So, 906 Gold. Ja, okay. Dann ist es halt so. Dann kann ich hier das Ding holen. Warte mal. Hier sind 6. Hä? Und hier sind es dann 9. Ja, machen wir so. Dann sind wir zumindest ein bisschen besser gewappnet. Kann ich ihm noch die anderen Dinger da verkaufen? Das hier. Not bad, not bad. I'd give most people less, but for you, 41 gold. That's my absolute best offer. 160 würde der kosten. So, sonst kann ich ihm nichts mehr verkaufen. Was ist denn das? Kann ich die Dinger überhaupt mitnehmen? Nö. So, wir werden jetzt erstmal auch ein bisschen mit dem hier. Guck mal, wie golden der ist. So. Wo haben wir den nächsten Laden? Vintage Smith haben wir. Hier ist The Superior Used Merchandise. Können wir da mal gehen? Sind wir schon auf dem richtigen Weg? Aber ich glaube, wir haben unseren Ruf hier schon mal ein bisschen verbessert, oder? Wir sind zwar noch independable, aber wir haben hier ein bisschen was gebessert, glaube ich. Die sind uns nicht mehr so nachtragend. So. Mal schauen, was ich ihm verkaufen kann. Sell. Okay. Aber hatte ich irgendwas Bestimmtes? Was ist denn das? Mark. Worth 50 Gold. Mark. Was macht ein Mark? Info. Mark und... Ja, okay. Was ist denn das? Want. Was gibt's da? Ein Bracer. Small Statue. Steel Staff. Leather Gauntlets. Nee.
Nee. Der hat irgendwie nichts, was ich brauchen könnte. Obwohl, Bracelet, könnten wir mal schauen. Wir können ja hier Bracelets packen. Ah, okay. Zählt das jetzt schon als gekauft? Was macht das? Was ändert es? Wir kaufen den mal. The superior used merchandise prides itself on having the lowest price in Dagobah. Turf you have bargained with me until the sun is low in the sky. I can sell for no less than 83 gold pieces. Ja, nehmen wir mal. Dann haben wir zumindest mal einen Bracer. So, hat er hier noch irgendwas? Steel Gauntlets. Wir haben hier Iron Gauntlets. Die sind plus 7. So. Ja. Machen wir. Und verkaufen ihm das andere. Die Dinger. Ja, ist dann halt so. Ich hätte aber auch gern langsam ein Pferd. Irgendwo haben wir noch bestimmt einen Shop. Da unten. Bisschen weiter Richtung Süden. Lauf ich in die richtige Richtung? Nein. Dann müsste der da vorne irgendwo sein. So, und wo haben wir den? Wo ist der Shop? Der müsste hier sein. Das da. General Store, da haben wir den. So, guter Herr. Mal schauen, was ich ihm verkaufen kann, andrehen kann. Nichts? Okay, aber warte mal schon. Er hat hier ein Pferd. 1400, 1096 haben wir. Andy Weir's Quality Equipment Store prides itself on having the lowest price in Dagobah. For you have bargained with me until the sun is low in the sky. I can sell for no less than 811 gold pieces. Ja. Ja, was ist das da? Wir haben jetzt ein Pferd, eh? Iron Dagger, okay. Was ist denn das? Sash. Okay, keine Ahnung. Aber wir haben jetzt ein Pferd, eh? Hier können wir noch ein Pferd holen. Was würde das kosten? 210, ein Karren. Komm, kaufen wir. Ja. Dann haben wir jetzt ein Pferd und einen Wagen. Gibt es noch irgendwas, was ich kaufen kann? Nein, ich glaube nicht. Okay, jetzt bin ich interessiert. Wie können wir reiten? Wie machen wir das? Equip. Youth. Wagon. Ich weiß es nicht. Info. Condition new, worth 1000 gold, weight 800 kilograms. Okay, aber wie machen wir das? Beziehungsweise ich gehe von aus, dass ihr mir wieder wahrscheinlich in den Kommentaren helfen werdet, so zu verraten, wie ich auf ein Pferd reite, wie ich ein Pferd ausrüste, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt in der Stadt möglich ist oder ich die Stadt vielleicht verlassen muss, keine Ahnung. Aber vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.